Ein strahlendes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, respektive zu einer neuen Podcast-Folge. Was bekommst du in diesem Video, respektive in der Podcast-Folge? Wie du einen Traumkunden-Avatar erstellst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Let's go! Hi! Wie du schon erfahren hast im Intro, es geht um den Traumkunden-Avatar. Wie erstellt man einen Traumkunden-Avatar? Hierzu hole ich jetzt gleich mal meinen Flipchart hinzu. So, ich hoffe, du siehst jetzt meine Skizze. Ja, ich bin nicht so gut im Malen. Ich bin nicht so gut gemalt. Ich habe das jetzt in Strichmännchen gerade so hingebracht. Aber mehr auch geht auch gar nicht. Und zwar Traumkunde. Wie sieht ein Traumkunde denn aus? Dazu habe ich ein paar Zettel aufgemalt. Und die gehen wir gerne mal Step by Step durch. Und zwar, jetzt muss ich natürlich meine Zettelwirtschaft hier sortieren. Wie du siehst, ich habe das nicht vorbereitet. Es ist alles so spontan und es ist alles live. Ne? Also, no fake. Und mehr Realität auf YouTube, Instagram und so weiter und so fort. So, also wie gesagt, ich habe meine Zettel vorbereitet und wir gehen mal Step by Step durch, was auf dem Zettel steht. Auf dem ersten steht der Name. Na, du machst quasi deinen Traumkunden, tust du quasi einen Namen geben. Als zweites natürlich ein Alter. Wie alt ist dein Traumkunde? Zum Beispiel der ist 25. Oder zum Beispiel der ist 35. Du kannst dir ein Alter, eingezieltes Alter aussuchen und einen Wunschnamen aussuchen. Nehmen wir mal Lieschen Müller-Meyer-Schmidt. Ne? Und das kannst du dann da raufschreiben, dann das genaue Alter reinschreiben und dann hast du schon mal eine Definierung der Person, männlich oder weiblich. Dann ist es der Familienstand. Ist Lieschen Meyer, 35, ledig, verheiratet oder verwitwet? Kannst du auch da nochmal ergänzen. Dann hat Lieschen Meyer Schmidt Haustiere. Katze, Hund, Meerschweinchen und so weiter. Welche Lebensumstände hat denn Lieschen Meyer Schmidt? Dann hat Frau Meyer Lieschen Schmidt Kinder? Ja, nein. Wenn ja, wie viele? Wenn keine, dann halt keine. Achso, ja. Dann kannst du natürlich fragen, dann kannst du auch noch aufschreiben, projektrelevante Fragen. Zum Beispiel, ob Lieschen 35 mit ihren Haustieren bzw. Kindern in den Urlaub fährt, Sport macht und so weiter und so fort. Dann, was sucht denn Frau Lieschen Meyer Schmidt, 35, Haustiere, keine Kinder bzw. Kinder, für Lösungen? Und was kannst du Frau Lieschen Meyer denn bieten? Und ja, Probleme, Wünsche, genau auf die auf deinen Zielkunde, auf deinen Traumkunde dann halt auch eingehen. Genau, und das, soweit kannst du das auch für dich umschreiben. Ich habe es mir auch so eingeschrieben und manifestiert meinen Traumkunden. Ich habe quasi jetzt nicht Lieschen Meyer Schmidt genommen, sondern eine andere Person genommen. Ja.
was mein Traumkunde ist, mein Traumkundenavatar. Aber so kannst du quasi dein Traumkundenavatar, dein Traumkunden erstellen mit diesen Beispielen. Ich packe dir nochmal diese 5 Teile da, 6 Teile, packe ich in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann gib mir ein Like und einen Kommentar, dass ich weiß, ich kann noch mehrere solche tollen Videos für dich machen. Und viel Spaß beim Umsetzen.